In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Das wird so ein bisschen so ein Laber-Vlog. Ich habe nämlich einiges zu erzählen. Sonntag waren wir ja. Lina, ich wollte was erzählen. Lina ist ja am Singen. Moment, ich gehe mal ins Schlafzimmer. Ich muss aber hier die Pakete mitnehmen. Moment. Ich habe nämlich vom Frauenarzt Pakete bekommen. So ihr Lieben, ich habe ja seit Sonntag Luftnot gehabt. Also seitdem wir picknicken waren. Dann habe ich Montag, Dienstag waren wir beim Hausarzt. Ich habe eine Überweisung fürs Krankenhaus bekommen, damit ich zum Lungenarzt gehe und der mich komplett durchcheckt. Ich habe da dann Blut abgegeben, war in einer Kabine, ich musste in so ein Gerät reinpusten, zweimal hintereinander und danach einmal, nachdem ich so ein Spray bekommen habe. Meine Frauenärztin hat gesagt, ich darf dieses Spray auf keinen Fall benutzen, weil es total schädlich für das Kind ist. Und ich wusste aber von meiner letzten Schwangerschaft, dass ich das genommen habe und dass das Lina nicht geschadet hat. Dann habe ich nur Cetirizin bekommen. Dann war ich beim Lungenarzt und die haben mir dann Foster aufgeschrieben, weil ich habe Asthma. Und fragt mich nicht, woher das auf einmal kommt. Ich hatte das noch nie in meinem Leben. Aber ich denke mal, das ist wegen dem Pollen und jetzt die Hormone. Jetzt momentan wächst alles auf einmal. Und es haben momentan auch so viele Leute Asthma, also Luftnot. Ja, dann habe ich das gestern das erste Mal genommen. Das hat mir sehr gut getan. Ich kriege wieder Luft. Was denn, Lina? Leute, Moment, ich krieg mal kurz Lina runter. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall, ich hatte bei meiner jetzigen Frauenärztin sowieso ein mulmiges Gefühl. Ich musste auch jedes Mal, wenn ich da hingegangen bin, 3 bis 4 Stunden warten. Und das ist einfach scheiße. Vor allem, wenn du einen Termin hast und du wartest trotzdem 3-4 Stunden mit einem kleinen Kind. Und da ist es auch so eng und du hast einfach keinen Platz. Die Sonne strahlt rein, dir ist warm und du gehst raus, kommst rein, warten, musst immer noch 2 Stunden warten irgendwie. Ja, auf jeden Fall habe ich das verschrieben bekommen. Ich nehme das seit 2 Tagen. Es ist alles tipptopp. Mir geht's sehr gut. Meine Angst war gestern Abend, ich habe sehr viel geweint. Ich hatte einfach Angst, dass durch die Luftnot, die ich die letzten 3 Tage hatte, dem Kind was passieren sein könnte. Weil, wenn man Luftnot hat, ist das natürlich nicht gut fürs Kind, ne? Dann benutze ich lieber so ein Asthma-Spray und kriege wieder Luft. Dann waren wir heute bei einer anderen Frauenärztin heute Morgen. Ich habe mich da angemeldet. Sie meinte dann, weil das neue Quartal jetzt gestartet hat und ich letzte Woche bei einer anderen Frauenärztin war, muss ich aus der eigenen Tasche 105,09 € zahlen. Ich hab gar nicht überlegt. Ich habe direkt gesagt, okay. Weil sobald ich reingekommen bin, habe ich mich total wohl gefühlt und die Arzthelferin war so lieb. Das war so ein junges Mädchen. Ja, ich habe 40 Minuten höchstens gewartet. Aber der hat dann meinen alten Mutterpass von zu Hause mitgebracht, damit die neue Ärztin reinschauen kann. Ja, dann hat sie geguckt, ob mit dem Baby alles okay ist. Gott sei Dank ist alles gut. Ich zeige euch mal ein Foto. Ich habe nämlich auch ein Foto bekommen. Moment, ich muss mal die Ärztin hier wegtun. Man sieht auch direkt einen Unterschied. Dieses Bild glänzt total. Unsere Maus ist jetzt 1,2 cm groß und es ist alles so, wie es sein sollte, meinte sie. Ich habe jetzt in 3 Wochen nochmal einen Termin. Ja, ich habe Urin abgegeben, ganz normal. Blut habe ich nicht abgegeben. Ich denke mal beim nächsten Mal. Nächstes Mal muss ich auch meinen Impfpass mitnehmen. Und ja, die 115 € habe ich bezahlt. Ich bereue das nicht. Wir sind reingegangen, aber das ist erst ein bisschen später gekommen. Und du gehst ins Zimmer rein und da ist ein Tisch, 2 Stühle zum Reden. Dann sind da voll viele Spielzeuge auf dem Boden für die Kinder, wenn du mit dem Kind da hinkommst. Und dann gehst du in einen extra Raum rein und da kannst du dich dann hinlegen und wirst untersucht. Und ne, da ist das Gerät. Ja, und danach bin ich da reingegangen, ganz normal. Lina hat sehr gut im Raum nebenan gespielt, hat nicht geweint. Bei meiner anderen Ärztin hat sie total geweint.
Die Frau hat mich aufgeklärt, ich habe ihr meine Ängste erzählt mit dem Spray und sie hat direkt ein Lexikon rausgeholt, hat mir gesagt, hör mal, das benutze ich auch und das ist gar kein Problem für das Kind. Ich will jetzt den Namen meiner Ärztin sagen. Meine andere Frauenärztin hat mir gesagt, ich darf keinesfalls in die Türkei fliegen, das ist total schädlich für das Kind. Und die jetzige Ärztin hat gesagt, ich muss 2 Liter Wasser im Flugzeug trinken, dann ist alles gut. Und das wird auch keine Probleme geben. Sie kann mir auch einen Zettel schreiben, dass ich schwanger bin. Aber sie meinte, weil ich da in der 13. oder 14. Woche bin, dann braucht sie auch das nicht. Ja, das war's auch. Und ich habe 2 Pakete bekommen. Total lieb. Huch, das ist so schwer, Leute. Einmal das hier. Das ist eigentlich zur Geburt, soweit ich das jetzt verstanden habe. Herzlich willkommen auf der Welt. Einmal das. Und einmal so eine Geschenkbox zur Schwangerschaft. Wir können das mal zusammen auspacken. Also als erstes kommt mir entgegen so ein Buddy. Total süß. Von Indirimpi. Ich weiß nicht mehr, welche Marke das war. Ich glaube von Lidl oder Aldi. Ich glaube von Lidl. Total süß. Guck mal, wie klein. Das ist 50-56. Ey, wenn ich mir vorstelle, so ein Kind liegt auf mir wieder mal. Dann hat meine Ärztin so ein Buch geschrieben. Tipps und Infos zur Schwangerschaft. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich muss auch zum großen Organscreening, also zu einem extra Organscreening, weil mein Bruder sitzt hier im Rollstuhl und das muss abgecheckt werden in dem 5. Monat. Dann habe ich meine Rechnung bekommen, dass ich das Geld bezahlt habe. Das muss ich ausfüllen und beim nächsten Mal mitbringen. Und hier sind ganz viele Bücher drin. Ach, hier ist sogar, ich habe euch ja in meinem Schwangerschaftsupdate gezeigt, dass man bei Folio Familie sowas bekommt, geschenkt bekommt. Und das war jetzt auch in dieser Box drin. Und hier sind sehr viele Ich muss euch jetzt nicht alle Zeitschriften zeigen. Ich guck mal nur, ob es was gibt, was euch interessieren würde. Und so wie es aussieht, bleibe ich jetzt auch bei dieser Frau. So, hier haben wir... Oh, wie süß! Unsere erste Babyflasche. Hier haben wir von Nook Naturesense eine Babyflasche. Das ist jetzt nur bis 6 Monate. Was denn? Dann haben wir hier drin Pampers Größe 2. Krass, ne? So früh schon. Dann haben wir einen 10-Euro-Gutschein. Mama! Ich bin jetzt fertig, Schatz. Und dann auch nochmal ganz viel Werbung von HelloFresh und so. Ja, das war's auch. Und danach waren wir bei und ein Buch von Eltern. Was denn? Bye. Bye. Ja. Wohin willst du bei, Schatz? Wir sind gerade nach Hause gekommen. Mama, ja, Pimis, Hanne. So, danach waren wir einkaufen bei Rewe. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wir haben nicht viel gekauft. Krass, mein Handy hat sie einfach hier draufgelegt. Lina. Sie hat das nämlich draußen in der Hand gehabt. Ja, ich mache dir jetzt Wassermelonen. Ich schneide dir die jetzt klein, ja? So, wir haben einmal gekauft Eier. Ich liebe diese Eier vom Rewe. Die sind sehr, sehr lecker. Und auch vom Bauern. Dann habe ich für mich Activia mitgenommen. Ja, du guckst nur Wassermelonen. Dann haben wir hier einmal Rahmspinat. Übrigens kocht auch der heute. Soweit wir das besprochen haben, dann haben wir einmal Joghurt für Lina mitgenommen. Dann haben wir Kartoffeln. Ich habe total Lust auf Kumpir, aber ich habe die großen Kartoffeln beim Türken nicht gefunden. Ich hatte auch keine Lust nachzufragen, ehrlich gesagt. Dann einmal Eisbergsalat. Boah, hier steht so vieles rum. Ich muss noch die Wäsche aufhängen. Ich habe nämlich gestern Abend die Wäsche reingeschmissen. Und dann haben wir 2-mal Milch gekauft. Die Ärztin meinte, ich soll nur 1,5 trinken, also meine alte Ärztin. Aber ich trinke dann keine Milch, nur Lina. Und eine Wassermelone. Wassermelone, tut mir leid, Leute. So, dann kommen wir mal hier. Da hat Audel für sich die hier mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Charla heißt sie. Ach so, frische Mandeln. Na? Eier? Willst du Eier haben? Das ist eine Fliege, Schatz. Eine Fliege. Dann habe ich 2 Auberginen mitgenommen. Ich wollte nämlich Carne Jalap machen. Vielleicht kennen das einige von euch.
Dann Oliven, die haben wir lange nicht mehr gekauft. Dann habe ich 4-mal Eier mitgenommen für Lina, die kosten nur 19 Cent und das ist perfekt für zwischendurch. Dann einmal Joghurt. Willst du Eier trinken? Lina ist total müde. Willst du schlafen, Schatz? Nein! Nein? Okay. Brot. Ach so, willst du eine Wassermelone? Ja. Okay. Ich mache dir das jetzt, ja? Dann haben wir hier Pflaumen. Sind das Pflaumen? Edik auf jeden Fall. Oh, der liebt die beiden Dinger mit Salz. Und dann haben wir noch Tomaten und eine Gurke. Das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. So, ich schneide jetzt kurz die Wassermelone für Lina klein und dann melde ich mich wieder bei euch. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass Lina Wassermelonen liebt? Sie hat übrigens ihr Elsa-Kleid an. Und schaut Elsa. Lecker? Super. Ja, ich räume jetzt auch den Einkauf ein. Leute, ich bin so erleichtert. Ich habe wirklich gestern so Panik gehabt. Ich habe Audrey sogar geschrieben, ich meinte, also ich habe heute Nacht gar nicht geschlafen. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, dann war ich schon um 6 Uhr wach. Ich wollte mich anziehen und fertig machen. Aber dann ist mir eingefallen, dass der Arzt erst um 10 Uhr aufmacht. Aber jetzt ist alles gut. Ich bin erleichtert und freue mich auf den nächsten Termin. Der ist übrigens am 4.5. Und da gehen wir auch mit Audrey zusammen hin, da Audrey donnerstags meistens frei hat. Und Freitag kann er dann früh aufstehen. Ja, das war's auch. Mehr gibt's nicht. Ich räume jetzt wie gesagt auf und danach melde ich mich wieder. Ich denke mal, ich nehme euch mit, wenn Audrey kocht, weil der kocht heute was sehr Leckeres. Ich muss den mal fragen, ob ich das Hähnchen rausholen soll schon mal. Weil der wollte was mit Hähnchen machen. Und ich muss das Video eigentlich hochladen. Ich habe lange kein Video mehr hochgeladen. Ihr Lieben, Audrey ist jetzt auf dem Weg. Er meinte, er ist im Stau. Deswegen werde ich jetzt schon mal die Hähnchen ins gesalzene Wasser tun und langsam kochen. Ich habe übrigens einen Shake gemacht, der ist so lecker. Da ist einfach Erdbeer, Banane und Milch drin. Ja. Jetzt tue ich das Hähnchen rein. Nur ich habe Angst, dass mir wieder schlecht wird. Ich ekel mich total. Ich kann Ninas Pampers kaum wechseln. Sie hat gerade gekackt und ist gekotzt. Naja, ich ziehe jetzt mal meine Handschuhe an und tue die Hähnchen in das Wasser rein. Und wenn auch dann kommt, dann zeige ich euch, wie der das Essen macht. Das schmeckt super, super lecker. Aber vorher muss ich die Kamera aufladen, bevor der kommt. Also bis gleich. Ihr Lieben, ich zeige mal kurz, was zu essen gibt. Ich konnte leider nicht aufnehmen, weil mir total schlecht geworden ist. Moment. Ich brauche hier meine Handschuhe. Das ist zu heiß. Hier haben wir einmal Kichererbsen mit Hähnchen. Ich glaube, hier ist Kurkuma drin. Das mit Kurkuma. Und ich mache jetzt den Reis. Der ist auch fast fertig. Oh, der telefoniert mit meiner Schwiegermama. Ja, dann essen wir gleich. Was ich euch noch zeigen wollte, das sind Zigarrenbödecks von gestern noch. Die gibt es dann auch noch dazu, damit das nicht im Müll landet. Aber dann hat schon die eine Tüte gestern Nacht aufgegessen nach der Arbeit. Und das haben wir noch übrig. Hi ihr Lieben. Oh, hier sind die gerade am Hupen. Ich glaube wegen der Hochzeit, das nervt total, ne? Man kann es übertreiben. Ey Lina, schläfst du wieder? Ich habe gerade Lina geweckt. Weil wir jetzt ins Schulzentrum fahren und gestern hat sie auch so lange geschlafen und war wach bis 2 Uhr nachts. Hey Schatzi! Hallo! Die ist, die hat die Augen auch, aber... Nina, mehr Pioladon, da? Pack! Die sind doch bescheuert, ey! So, und zwar waren wir... Ja, Schatz? Und zwar waren wir bei H&M und C&A einkaufen für Lina. Lina hat gar keine Sommersachen. Ich fange mal bei C&A an. Da habe ich einmal diesen Zweierpack geholt. Ich fand das voll schön. Einmal diese Shorts. Das ist Größe 92. Ich hoffe, das passt dir. Wenn nicht, muss ich das umtauschen. 104 gab es leider nicht mehr. Dann hat sie Schwimmflügel bekommen für den Urlaub. Von Power Patrol heißt das, glaube ich, ne?
die hier. Die sind jetzt von 1 bis 6. Sollen wir die aufblasen? Boah, ich freue mich schon total auf den Urlaub. Übrigens fliegen wir in den Urlaub. Ich bin ja jetzt bei einer neuen Frauenärztin und sie meinte zu mir, dass es da braucht man keine Angst haben. Ich muss nur jede halbe Stunde Wasser trinken. Das heißt, ich musste 2 Liter im Flugzeug trinken. Und ab und zu mal aufstehen und laufen. So, Lina, guck. Ja, das Fibidi bitte. So, dann hat Lina bekommen ein T-Shirt. Das ist Größe 104. Einmal das für 3 Euro. Ach, die Shorts haben übrigens 9 Euro gekostet. Dann hat sie 2 Kleider bekommen für 9 Euro. Also 2 Stück für 9 Euro waren das. Einmal das hier mit Herzchen. Einmal das, das ist ein bisschen bunter. Das ist auch Größe 92. Dann waren wir bei H&M. Die hatten so ein Angebot. Ab 40 Euro hat man 20% bekommen. Da haben wir Lina einmal diese Haargummis mitgenommen. Ich hoffe, die kriegt sie nicht so leicht raus. Die anderen macht sie sofort ab. Dann einmal diese Shorts für 9,99. Die fand ich total schön mit den Sonnenbrillen drauf. Dann dieses Kleid für 4,99. Größe 98, 104. Einmal das mit Schmetterlingen. Dann noch ein Kleid. Auch für 4,99, 98, 104, auch mit Schmetterlingen. Schön, ne? Dann hat sie so ein Zweier-Set Elsa-Kleider bekommen für 14,99. Einmal Größe 92 übrigens. Einmal das. Wow, Elsa. Und einmal das. Das war so ein Zweier-Set. Also Kleider hat sie jetzt auf jeden Fall genug. Und einmal dieses Kleid für 4,99, Größe 98, 104. Das war's auch. Mehr haben wir nicht gekauft. Ich warte ja jetzt noch ein bisschen. Übrigens, wenn wir fliegen, bin ich in der 16. Woche schwanger, weil total viele gefragt haben. Lina, jetzt müssen wir deine Pampers wechseln, Schatz. Du hast Pipi gemacht. Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall ins Schuhzentrum. Mal schauen, vielleicht finde ich ja für mich auch Schuhe oder Sandalen. Huch. Lina hat ja jetzt Schuhe von Papa bekommen, ne? Papa, sag mal, er kapal, oder? Ja, Papa. Ja, Schatz. Hat Gäste, das ist nicht Kali? Pampers oder ich dir? Ja, bitte. Ja, bitte, 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 Sonne. Die ist am Schlafen. Sollen wir deine Pampers wechseln? Soll ich das aufblasen? Wir flimmen ihn mit. Nein? Okay. Hallo ihr Lieben, ja ich weiß, ich habe lange nicht mehr gedreht, also ich glaube das letzte Mal vor 3-4 Tagen. Das Problem, ich hatte keine Schwangerschaftsanzeichen mehr, 2-3 Tage lang, und das hat mich total beunruhigt. Ich wollte aber nicht sofort zum Arzt, ja, und jetzt habe ich die wieder. Total komisch, also in dieser Schwangerschaft habe ich mich noch nie so ratlos gefühlt. Also du machst dir für jede Kleinigkeit einen Kopf. Meine Ärztin meinte, das sind die Mutterschaftsgefühle. Halt, das hattest du bei Lina ganz am Anfang noch nicht, weil du das gar nicht realisieren konntest. Und jetzt ist das was halt komplett was anderes und so. Ja, dann waren wir gestern schwimmen, das hat gut getan, und dann hatte ich höllische Kopfschmerzen. Also Kopfschmerzen des Todes. Auch der hat mich massiert und das ging dann weg. Und dann heute Morgen hatte ich das dann wieder. Der hat dann ist Brötchen kaufen gegangen. Ich habe dann ganz viel Wasser getrunken. Jetzt gerade kriege ich wieder Kopfschmerzen. Oh. Bist du neu für Schatz? Und dann, ja, ging es wieder. Ich habe jetzt im Internet gelesen, das kann wegen Eisenmangel sein, ja. Dann kann es sein wegen zu wenig Wasser. Obwohl ich sehr viel Wasser trinke momentan, weil es ist auch warm. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ich freue mich schon auf den nächsten Arztbesuch. Wir waren jetzt gerade mit Lina einkaufen. Ich wollte ein bisschen Obst kaufen. Und das haben wir auch gemacht. Dann habe ich Joghurt gekauft.
Ich habe auch Verstopfungen, seitdem ich diese scheiß Tabletten nehme für Eisen. Ich muss mal die andere Ärztin fragen, ob diese Tabletten wirklich gut sind. Weil ich will die jetzt auch nicht absetzen. Ich habe so viel Geld dafür bezahlt. Ich habe 30 Euro hingeblättert. Und ab einem Wert unter 10 kriegt man die erst von der Krankenkasse bezahlt. So ist es bei uns hier in Köln. Ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft. Also die kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, außer euer Arzt sagt, die sind sehr, sehr gut und keine Ahnung was. Vor allem das ist für Kinder ab 6 Jahren. Also ich würde meinem Kind sowas nicht geben, wenn es nicht sein muss. Naja. Ich zeige euch mal kurz den Einkauf. Ist nicht viel. Moment. So, dann zeige ich euch mal kurz, was ich gekauft habe. Also wir waren bei Penny und bei Kick. Ich habe einmal diese Joghurts gekauft. Die originalen kosten ja keine Ahnung wie viel. Die kosten jetzt nur 30 Cent. Davon habe ich jetzt einmal Erdbeer, Kirsche und Pfirsich-Maracuja mitgenommen. Das tut auch total gut im Sommer. Übrigens kann ich auch nichts essen. Audel hat heute Fassoulet gemacht. Und ich habe den Reis gemacht, aber ich konnte es nicht essen. Weil mir so warm ist. Ich brauche einfach was Kaltes. Obst ist momentan... Also ich liebe momentan Erdbeeren, habe ich euch ja schon erzählt. Erdbeeren habe ich gekauft. Dann habe ich Bananen gekauft. Heißhunger habe ich nicht. Gestern hatte ich Lust auf Kuchen. Und das habe ich dann auch bekommen. Dann habe ich für Lina einmal so ein Bikick, das hier gekauft. Mini Pocket Liquidator. Das ist für ein Schwimmbad. Ich habe das gestern bei einem Kind gesehen, das hat mir voll gefallen. Dann dachte ich mir, Lina kann sowas ja auch mal bekommen. Das kann ich dann auch mit in den Urlaub nehmen. Dann habe ich für Audel Zahnbürsten, also eine Zahnbürste gekauft, weil wir gestern die Waschmaschine sauber gemacht haben und dafür haben wir Audels Zahnbürste benutzt. Bist du fertig? Ach, wir nehmen es. Und dann habe ich noch ganz viele Wasserstangen. Wasser. Stangeneis gekauft. Ja, aber das ist noch nicht fertig, Schatz. Das muss erstmal in den Kühlschrank. Lina hat sich diese Kaugummis ausgesucht. Einmal das. Und Lina hat noch so einen Malblock bekommen, weil sie haben gar keine Blätter mehr zu Hause. Ja, dann können wir malen. Ja, das müssen wir unten reintun. Hilfst du mir? Ja, damit kannst du spielen. Hatte geht euch noch, ne? Ja, ihr Lieben, sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Ich habe hier für Lina Sachen gekauft, das habt ihr zuletzt gesehen. Und mehr habe ich auch nicht geholt. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts, ehrlich gesagt. Was denn? Guck mal, du musst das hier machen. Sollen wir damit Pichi Pichi machen? Ja? Hat die Pichi Pichi gekocht? Ja, das muss erstmal kalt werden. So, wir müssen auch duschen. Ich weiß, gestern so einen Kopfschmerzen hatte, sind wir auch nicht baden gegangen nach dem Schwimmen. Und das muss ich auf jeden Fall jetzt nachholen. Aber wir wollten erstmal die Wohnung auf Vordermann bringen und sauber machen. Und hier haben wir so viel Eis. Und jetzt noch das. Aber das ist echt sehr, sehr gut zum Erfrischen. Danach kriegt man ja Durst und Hunger bis zum geht nicht mehr, ne? So, ihr Lieben, ich habe gerade geduscht. Ja, ich blende das gleich an. Ich hatte das vorher auch nur 5 Minuten an, deswegen habe ich das angezogen. Ich esse gerade Erdbeeren. Lina auch. Lina habe ich einen Teller gemacht. Wir haben schon ein bisschen später. Wir haben 2 Stunden gebadet, ja, so lange. Ich weiß auch nicht, wie es kam, aber ich denke mal wegen Linas neuen Spielzeugen. Moment, ich muss mal hier den Stummel abschneiden hier. Ja, ich habe gerade die Mülltonne rausgebracht, weil bei uns sind schon Fruchtfliegen. Ich habe hier gehört, es gibt so eine Mischung, das muss man dann machen und dann kommen die nicht mehr. Das machen wir dann morgen, ne? Irgendwas mit Essig oder so war das. Ja, sonst, meine Blumen übrigens sind immer noch da und die sehen immer noch total schön aus. Ja, ach so, voll viele haben mich gefragt, ob ich Shisha rauche. Natürlich nicht, Leute. Auf keinen Fall. Aber ich habe euch ja auch erzählt, dass ich das seit langem nicht mehr mache. Also seitdem der Kinderwunsch geplant war, habe ich das vielleicht einmal in der Woche gemacht. Wenn es hochkommt. Aber das ist bei mir so automatisch. Bei Lina war das auch so. Wenn ich weiß, okay, wir wollen jetzt ein Kind, dann höre ich automatisch auf. Weil Shisha ist ja jetzt, macht ja nicht so süchtig wie Zigaretten, finde ich. Sonst hätte ich ja jetzt niemals aufgehört und hätte weiter geraucht, ne?
Moment, Audrey hat gerade eine Sprachnachricht geschickt. Nö, wir essen jetzt gerade mit Luna Erdbeeren. Also mir geht es auf jeden Fall besser, nachdem ich jetzt was gegessen habe. Ich glaube, Brot ist wirklich das Beste, damit jemand nicht mehr schlecht wird. Weil das halt, keine Ahnung, trocken ist, ich weiß auch nicht. Ja, ich wollte gerade essen. Wir haben ja fast viel mit Reis gemacht. Konnte ich nicht. Obwohl ich Tomatenmark jetzt riechen kann, konnte ich das nicht essen, weil mir schlecht geworden ist. Und dann habe ich mir ein Brötchen gemacht mit, wie heißt es? Mit Frischkäse, genau. Und Oliven dazu. Ja. Morgen müssen wir übrigens zum Kinderarzt eine Überweisung holen, weil Lina am Mittwoch einen Termin im Krankenhaus hat, wegen ihrer Hand. Das wird nochmal abgecheckt. Ja, mal schauen. So ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und morgen geht es dann weiter. Ich habe heute nicht viel gefilmt, aber mir ging es echt nicht gut und ich weiß, ihr habt Verständnis dafür. Ja, bis gleich. Another wrong turn.